An ihr führt in diesem Jahr wohl kein Weg vorbei. Anna Ermakova, 23, gilt als große Favoritin auf den Let's Dance-Sieg. Nach Meinung der Fans könnte ihr nun aber ausgerechnet eine Entscheidung von RTL zum Verhängnis werden. Die 23-jährige Tochter von Tennislegende Boris Becker, 55, liefert an der Seite von Profitänzer Valentin Lusin, 36, jede Woche eine nahezu perfekte Leistung ab. Die 10-Punkte-Kelle ist für das Tanzpaar zur Gewohnheit geworden. Im Viertelfinale müssen die verbliebenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut doppelt ran. Neben dem Paartanz steht noch eine weitere Herausforderung auf dem Programm, der Trio Dance. Hierbei bekommen die Teams einen bereits ausgeschiedenen Profi an die Seite gestellt. Wie RTL am Donnerstag bekannt gab, werden Anna und Valentin mit keinem geringeren als Massimo Sinato, 42, performen. Viele Fans fiebern schon jetzt dem Gigantenauftritt entgegen, andere hingegen sehen die Zusammenstellung kritisch. Bringt ausgerechnet ein dreifacher Showgewinner die Favoritin zu Fall? Auf Instagram merkte ein Fan im Hinblick auf die restlichen Trio-Konstellationen an, dass Maria Maxina, 26, und Ekaterina Leonova, 35, sich ohnehin sehr gut kennen würden. Diese Tänze erwarten Publikum und Jury im Let's Dance Viertelfinale. Nachteil oder Vorzugsbehandlung? Wirbel um Anna Ermakova und Knossi. Auch Julia Beautix, 24, und Fadim Gabusov, 35, haben im Rahmen des Partnertausches schon einmal miteinander getanzt. Selbiges gilt für Philipp Boll, 35, und Christina Luft, 33, nur Knossi und Anna bekommen Profis, mit denen sie noch gar nicht getanzt haben, schreibt der Fan und sieht darin offensichtlich einen klaren Nachteil für seine Lieblinge. In den Antworten gibt es reichlich Zuspruch für diese These. Der selbsternannte König des Internets und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson, 42, dürfen bei der Spezial-Challenge im Übrigen auf die Unterstützung von Katrin Menzinger, 34, zählen. Während die einen in Massimo und Katrin einen Wettbewerbsnachteil sehen, wittern andere eine bevorzugte Behandlung der Publikumslieblinge Anna und Knossi. Immerhin konnten die ihnen zur Seite gestellten Profis das beliebte RTL-Format schon mehrfach für sich entscheiden. Spannung ist im Viertelfinale jedenfalls garantiert. Jurychef Yambi hatte bereits im Vorfeld klargemacht, dass der zusätzliche Profi in den Trio-Tänzen nicht einfach nur im Hintergrund herumhopsen soll, sondern mit dem eingeschworenen Duo eine Einheit bilden muss.